Ich habe gerade 20 Minuten Zeit, deshalb kurze Machtdemonstration und dann bin ich wieder weg. Deshalb würde ich sagen, das Intro macht heute jemand anderes. Vor 2 Jahren, als der YouTuber Onerjan auf die Idee kam, TikToker auf seine Art hochzunehmen, hätte niemand gedacht, dass er eines Tages sehr bekannt sein wird. Ich gehe so auf mein Handy, ich gucke, da kommen noch so cringe TikTok-Videos. Ich denke mir erstmal so, Mann, was ist TikTok? Gar nicht ernst genommen, so diese App. Wie schon gesagt, der zukünftige YouTube-Millionär. Doch als der Zeitpunkt kam, fingen TikToker an zu zittern und hatten Angst vor den kommenden Videos. Jamu kriegt ein Video ab. Ich muss einen Tag später 11 Telefonate führen, weil das Video weggestrackt werden soll. Emil, 3,2 Millionen Abonnenten oder so. Ich drehe 2 Spaßvideos. Walla, 2 Spaßvideos. Einige Tage später, nachdem mein Video online gekommen ist, mach keine Faxen, bevor ich dir auf einen klatschen muss. Heute ist es soweit. Das lang ersehnte Video gegen Osa. Was ist eigentlich sein Name? Okay. Mit unserem pakistanischen Bruder. Ladies and gentlemen, my name is Basle Boy from Pakistan. Welcome to TikTok Help. Everyone love it. Have a fun and love hot mom chick forever. TikTok Help. TikTok Help. TikTok Help. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Jahr neigt sich dem Ende. Ich könnte jetzt hier sitzen und irgendwelche Fake-Statements raushauen, aber mein Name ist nicht Onerjan TV und auch nicht Onerjan Sanchez. Real recognize real, ihr wisst selber. Und damit herzlich willkommen zum letzten TikTok-Caps des Jahres. Freunde, auch einen Tag vor Silvester muss ich sagen, ich weiß immer noch nicht, warum Leute TikTok mögen. Lieben wir nicht. Stell dir vor, du findest Leute wie die hier lustig. Ja, Freunde, es stimmt. Es ist offiziell wieder der Zeitpunkt gekommen, wo ich hier sitzen kann und sagen muss, mir geht's gar nicht gut. Nein, nicht, dass ich wieder bedroht werde. Heute geht's wie gesagt um Menschen wie ihm hier, der sich immer mehr erlaubt auf TikTok und denkt, TikTok ist irgendeine Diskothek geworden. Lass mal, Walla, lass mal. Und damit würde ich sagen, los geht's. Here we go. Dr. Ozan AB, Frauenarzt 007, halbe Buch, Zip. Mit knapp 44.000 Abonnenten, seit paar Monaten auf TikTok am Start. Wenn man sich die Livestreams mal genauer anguckt, denkt man sich, okay, ist ein ganz lieber Bursche. Lustiger Junge, er weiß, wie man auf sich aufmerksam macht. Aber Leute wie er hier... Schütze mit Cheeseburger rein bis zum Tod. Was willst du mir sagen, du dummer Idiot? Fliegen leider viel zu schnell und wissen einfach nicht, wo irgendwann die Grenzen sind. Und andere Frauen anmachen. Hallo. Hi. Bin ich hübsch? Was? Bin ich hübsch? Wie Gott dich erschaffen hat. Bin ich hübsch? Ich glaube, es gibt kein hässlicher Menschen. Natürlich gibt es hässliche Menschen. Nein, gibt's nicht. Warum? Warum soll es hässliche Menschen geben? Dann würde doch Gott Fehler machen. Und Gott macht keine Fehler. Also gibt's keine hässlichen Menschen. Ja, meine, die ist von ihr oder so. Leute, bei solchen Leuten, ihr dürft nie zuhören. Ihr dürft nie zuhören. Ihr müsst immer aufpassen. Brutale Unterhaltung, die du bietest. Dr. Ozan, Tierarzt, AB 004, Zip. Arafat! Hör mal zu, letzte Mal, Walla, Arafat, wenn du ein Mann bist, komm wie ein Mann, 1 gegen 1. Der Verlierer setzt sich in eine große Flasche und trägt rote Tanga, wenn du ein Mann bist. Ah, den gibt's ja auch noch. Was los? Neue Abschiebung schon vorgeplant? Arafat, der Bruder hier. Er. Du. Ansage. Ozans Kopf. Der aussieht wie Baloni. Stabil, stabil. Ah, Baba. Beste App geworden. TikTok, MikTok, ZipTok. Brutal einfach. Erstmal betteln in TikTok-Livestreams und dann richtig zu wahren, starken Männern werden. Ja, Leute, Balel und ich, wir haben einen großen Fehler gemacht und so. Wir haben schlecht geredet über Arafat. Und ja, wir waren dumm, wir haben nicht nachgedacht und ja, haben halt was Schlechtes gesagt über Arafat. Und ja, Leute, Entschuldigung, Arafat, ich hoffe, du siehst dieses Video. Und wir machen das nie wieder und ich hoffe, du nimmst unsere Entschuldigung an, ja? Tschüss. Und wie tief war er drin? Hat's geschmeckt? Jetzt werden wir Walla, jetzt kommen mir doch sowieso wieder diese ganzen Fanboys mit Pflaster am Auge, wie diese kleinen Fabians im Kindergarten, nur mit TikTok-Logo an und werden mir sagen, Digga, das ist doch nur seine Art und Weise, ist doch voll lustig, voll Unterhaltung, Digga. Stabil, stabil. Bruder, wenn das Unterhaltung ist, bin ich ein Hund.
Leute, ein Auto an dem ich schockt, Leute. Dann hat er 2700, Leute. Gibt alle Gas, Leute. Nein, Auto, Leute. Gibt alle Gas, Leute. Ich zähle auf euch. Unterhaltung! Neu moderne Penner. Baller. Neu modern. Bruder, bald laufen die in Innenstadt mit EC-Karten, Lesegerät rum und wollen auch noch Geld. Der hat halber Anfall im Gesicht. Hilft ihm doch mal jemand. Hat Alkohol nicht gut getan, ne? Guck mal, abgesehen von den ganzen Clips, die wir jetzt schon erstmal hatten, das war ja nur die Aufwärmung, weil das Ende wird noch kommen. Jetzt mal so eine Frage rein aus Interesse. Was ist eigentlich mit dem Sumner-Skandal geworden? Wurde doch damals auseinandergenommen von Nika Irani. Am Ende kam raus, stimmt alles gar nicht. Ganze Szene, auch Shirin David. Wir nicht. Kam aus irgendeinem Loch, die haben alles Sumner fertig gemacht für etwas, was gar nicht beweisbar war. Ihn habt ihr doch damals komplett boykottiert, weil er Frauen in den Dreck gezogen hat. Aber sowas wird durchgelassen? Ich zeig euch mal, was ich meine. Ich dachte, ich bin die Einzige für dich. Du hast gerade bei mir Beule gemacht. Soll ich die wieder wegmachen? Wie willst du? Mit Mund? Oder... Oder wie ja, hab ich verstanden. Okay, wo war die Familiengruppe nochmal? Wir werden alle TikTok jetzt löschen. Sofort! Und wo sind wir aber gelandet? Ja, nee, wo? Der ist doch sowieso nur ein Troll. Ja, nee, ich nehm den eigentlich 0% ernst. Ja, nee, so wie der 24 Stunden in die Kamera guckt. Und dann nehme ich lieber meinen eigenen Schatten ernst, Lan. Aber was ist aus TikTok geworden? Erstmal die beste App des Lebens. So, jeder hat getanzt, war voll cool. Valla gidelim, yanından geçelim. Sonunu bile bile, arabana gidelim. War doch nicht so cool. Und heute ist es normal geworden, dass Leute da sitzen, 24 Stunden betteln, bisschen Geld machen, wovon TikTok 70% kriegt. Und am besten ist man dann noch ein bisschen alkoholisiert und macht ein paar Chayas dumm an. Perfekt! Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Was bist du denn, wenn du kein Pferd bist? Was bist du denn? Eine Mädchen? Nein. Haben Pferde auch Geburtstag? Klar. Sag doch, sag doch. Haben Pferde Geburtstag oder nicht? Alle Junge, ja. Ich brauche eine hübsche Mädchen, keine Pferdemädchen. Junge, ja. Versteht ihr, was ich meine? Papa, Vorbilder, Wanda. Müll, komplett Müll. Aber einfach, um euch zu zeigen, dass ihr mir eigentlich gar nicht so viel wert seid. Weil ihr schießt euch doch sowieso Eigentore. Kommen wir direkt mal zu Kapitel 3. Wir haben mittlerweile sehr viele gute Sachen über Ozan gelernt. Ja, mehr war da auch nicht. Aber er ist auch ein richtig harter Mann. Er ist TikToks Vater. Asimemo, wie kann man so ein Lappen sein wie du? Sei mir ehrlich, denkst du, ich hab Angst von dir? Sei mir ehrlich, denkst du, ich hab Angst von dir? Wenn du ein Mann bist, wir können kämpfen. Aber ich weiß nicht, lohnt sich das für mich? Du bist doch kein Gegner für mich. Du bist doch kein Gegner für mich. 2 Stunden später. Hörst du mir jetzt genau zu? Hörst du mir jetzt zu? Ich sag jetzt eine Sache, was, okay? Abi. Wenn du mit mir redest, okay, lässt du das Wort Olum weg. Tamam? Okay, Abi. Okay? Okay, Abi. Ansonsten komme ich dahin, wo du bist, und das schwöre ich dir bei Allah. Abi, ich will. Okay? Abi, ich will. Haben wir es verstanden? Ja, bester Rapper. Manuel, du bist ein Keck. Wenn du ein Mann bist, komm, 1 gegen 1, du wirst von mir eh weglaufen. Meanwhile. Ich werde rauskriegen, von wo der ist. Ich werde mit seinem Vater, mit seinem großen Bruder, mit seinem Onkel, mit irgendeinem von denen werde ich reden. Und dann werden wir gucken. 2000 Jahre später. Ja, Leute, ich habe einen Fehler gemacht schon wieder. Ich will mich entschuldigen bei Manuelsen. Bitte, Manuelsen, nimm meine Entschuldigung an. Ich bin voll der Arme. Ich bin eine kleine Junge. Bitte, Manuelsen, Abi und so. Seid Kings. Aber so Bock habe ich auf den Jungen auch nicht. Deshalb würde ich sagen, ich lasse das mal lieber jemand anderes klären. Und zwar mein Bruder M. Lüge. M. Transformer, Bruder. M. Bilal, der einzig war unter 1000 Kopien. Nein, aber keine Scheiße. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier ist Manuelsen. Was geht ab, der junge Manuelsen hier? Guck mal, ich sehe hier einen richtig behinderten Trend, der gerade in ist. Dass irgendwelche TikToker gehen und Leute beleidigen für Games und so. Komm, wie ein Mann. 1 gegen 1, der Verlierer setzt sich in einer großen Flasche und trägt rote Tanga, wenn du ein Mann bist. Guck mal, ein guter Tipp von mir, lass es sein. Lass es sein. Das ist voll sinnlos. Als erstes auch nicht lustig und zweitens, manche Leute verstehen das falsch und haben da auch keinen Bock drauf. Macht euch nicht selber Kopfschmerzen. Ne? Und lasst euch von niemandem sagen, dass es witzig ist. Das ist derbe unlustig. Also, haltet euch bedeckt, passt auf euch auf und falls wir uns nicht hören, guten Rutsch. Kackvögel.
Keiner von euch da draußen hat es verdient, wegen seinem Aussehen fertig gemacht zu werden. Walla, keiner. Deshalb, wenn euch irgendwas in der Schule gesagt wird, wenn ihr wegen irgendwas, wofür ihr gar nichts könnt, fertig gemacht werdet, dann guckt weg. Walla, ihr seid stärker als jeder Einzelne da draußen, der euch versucht, wegen irgendwas fertig zu machen. Und mein letzter Satz wäre dazu nochmal, bitte jetzt keine Anrufe. Oh nein, nicht, dass deine Kollegen mich bedrohen. Bitte nicht! Dieses Video war einfach nur so ein kurzer Kitzler für die anderen Sachen, die noch kommen werden Anfang 2020. Ich habe euch die SD-Karte gezeigt und ich würde sagen, langsam können wir anfangen. Damit war es das auch schon von mir. Dankeschön, Manuelsen, mein Bruderherz, dass du mir geholfen hast bei dem Video. Ich liebe euch über alles. Dankeschön, dass 2021 ein sehr besonderes Jahr war mit euch an meiner Seite. Und ich würde sagen, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Guten Lutsch! Ja, das war ernst gemeint. Und tschüss! Und check meinen Zweitkanal ab! Da kommen auch Videos.